Es war einmal vor langer Zeit, lange bevor sich endlose Touristenströme über die Alpenpässe der Schweiz ergossen, da hüllte einst ein dunkler Schleier das sonst so saftige Filetstück der Weltkugel in Zwist und Zwietracht. Der unbarmherzige, selbstverliebte Reichsvogt Geßler und sein hinterhältiger, schleimiger Adjutant Rudolf tyrannisierten unter dem Deckmantel der österreichischen Flagge die friedfertigen Schweizer. Nur die alten Geschichtsbücher erinnerten noch an den Tag, an dem das sonst so lebensfrohe Völkchen zum letzten Mal herzhaft lachte. Stattdessen mussten alle Untertanen des Reichsvogts Hut grüßen, der auf einer Stange im Hofe der Trutzburg Enzian im Wind baumelte. Und wehe dem, der den verfleckten Stofffetzen missachtet. Den ließ der gnadenlose Geßler schnurstracks in der Jauchengrube versenken. Ein wahrhaft unrühmlicher Untergang. Leider waren Geßlers Wachen der schweizerischen Widerstandsbewegung immer den entscheidenden Schritt voraus. So scheiterten alle Sabotageversuche kläglich und die Drahtzieher landeten buchstäblich in der Scheiße. Völlig unbeeindruckt vom stinkigen Treiben in der Burg zeigten sich unsere beiden Helden Tell und Walter. Wilhelm Tell, der als fahrender Geschäftsmann durch die Lande zog und den gutgläubigen Bauern ein eher fragwürdiges Haarwuchsmittel andrehte, wollte vergeblich seinen österreichischen Lappen gegen einen echten Schweizer Pass tauschen. Denn in den Tiefen seines Herzens fühlte er sich wie ein Schweizer. Eine Sorge, mit der sein bester Freund Walter nicht zu kämpfen hatte. Denn der war mit Leib und Seele ein Eskimo-Prinz vom Nordpol und nur auf der Durchreise. Normalerweise hätten sich die beiden niemals kennengelernt. Doch das Schicksal hatte andere Pläne. So geschah es, dass der unbeholfene Walter in eine Gletscherspalte rutschte und jämmerlich erfroren wäre, hätte nicht zufällig Tell dessen klägliche Hilferufe vernommen und ihn aus dem Schlamassel befreit. Seitdem waren die beiden unzertrennliche Freunde, die gemeinsam durch dick und dünn gingen. Doch die Freundschaft sollte schon bald auf eine harte Probe gestellt werden. Eines schönen Tages verschlägt es Tell und Walter auf eine immergrüne Alm unweit der bedrohlichen Burg Enzian. Inmitten dieser malerischen Kulisse frönen die beiden ungestört ihrem Lieblingshobby, dem Armbrustschießen. Eine nicht ganz ungefährliche Angelegenheit, denn weder Tell noch Walter beherrschen Armbrust und Bolzen meisterlich, um es vorsichtig zu formulieren. Aber glücklicherweise ist niemand anders in der Nähe. So zumindest hat es den Anschein. Daneben! Und du willst mit der Armbrust umgehen können wie ein Schweizer Milchbauer mit den Zitzen seiner Kühe? Das spricht nicht für die Milchversorgung in der Schweiz. Lass mich mal ran. Ich schieß den Apfel da oben runter. Unsinn! Der Wind hat plötzlich gedreht und meine Berechnungen durcheinander geworfen. Überhaupt, tu bloß nicht so, als wenn du es besser könntest. Du würdest ja nicht mal einen Eisberg treffen, bevor er schmilzt. Soll ich dich an den armen Ziegenbock von gestern erinnern? Der wollte bestimmt mal eine Familie gründen. Kann ich was dazu, dass er nicht stillgehalten hat? Ich hätte ihm so perfekt die Feldflasche vom Geweih geschossen. Aber nein, das blöde Vieh musste ja plötzlich das Bein heben. Ist klar. Der Till hat natürlich an nichts. Hey, halt mal den Rand. Hast du das gesehen? Da, in dem Busch da hinten. Da hockt doch ein Österreicher. Wo? Ach da. Nö, das ist ganz klein Spanner. Mensch, sag ich doch. Ein österreichischer Spanner. Tatsächlich. Ha, dem Storch werde ich es zeigen. Pass auf, hier mit der Armbrust. Meine Krone. Auweia. Weißt du, wer das ist? Das ist der fiese Reichsvogt persönlich. Das gibt mächtig Ärger. Hab ich's mir doch die ganze Zeit über gedacht, dass die Herren was im Schilde führen. Wie gut, dass ich euch beobachtet habe. Du bist entlarvt, Saboteur. Kurti, Gustl, verhaftet diesen schweizerischen Spion wegen Majestätsbeleidigung und Hochverrat. Jawohl, Herr Reichsvogt Geßler, wir stecken ihn in das finsterste Verlies der Burg, wo ihn niemand schreien hört. Aua, nehmt eure Hände weg, ich bin ein Prinz. Till, hilf mir doch. Hilfe! So, das hätten wir. Mach's gut, du Verräter. Bereite dich schon mal auf deine Hinrichtung vor.
Niemand versucht ungesühnt ein Attentat auf mein Leben. Aber Herr Reichsvogt, das war doch keine Absicht. Er wollte den Apfel dort oben treffen. Das habe ich anders gesehen. Sei lieber froh, dass ich dich nicht wegen Beihilfe anklage, Kerl. Was treibst du eigentlich hier? Steckst du mit diesem Attentäter etwa unter einer Decke? Ich? Nun, nein. Er ist eher eine Zufallsbekanntschaft. Bis jetzt hat er mir noch nichts davon erzählt, dass er euch ermorden wollte. So. Na gut. Ach, meine schöne Frisur, völlig zerzaust ist sie durch die Aufregung. Aber keine Sorge, meine Liebe, ich kriege dich schon wieder hin. Du kriegst nachher eine schöne Feuchtigkeitskur. Einem Reichsvogt die Krone vom Kopf zu schießen, ist natürlich keine Kleinigkeit. Darauf steht in dieser Zeit mehr als nur der Tod. Auch wenn der Reichsvogt ein Lump ist und nichts Besseres verdient hat. Nur Tell allein weiß, dass Valtar die Tat ganz und gar unabsichtlich begangen hat. Jetzt liegt es ganz allein an ihm, seinen Freund zu retten und dem widerlichen Gessler einen Denkzettel zu verpassen. So kam es also, dass Tell nun mitten in den geliebten Schweizer Alpen steht und ein großes Problem hat. Hinter diesen dicken Mauern werden sich in Kürze gar grässliche Szenen zutragen. Sollte Tell nicht rechtzeitig seinem Freund zur Hilfe eilen, droht Valtar dasselbe Schicksal wie hunderten anderen vor ihm. Gessler, bekannt für seine abscheulichen Hinrichtungen, versenkt Delinquenten allzu gerne in der Jauche, lässt sie vierteilen, aufknöpfen, einen Topf fettiger Haare vertilgen oder foltert sie mit stacheligen Lockenwicklern zu Tode. Bereits in diesem Moment ersinnt der grausame Reichsvogt neue Tötungsvarianten für Valtar, der womöglich schon im Morgengrauen den letzten Atemzug nimmt. Die Rettungsaktion wird für Tell also kein Sonntagnachmittagsspaziergang werden. Schon bald werden sich Tell noch ganz andere Probleme in den Weg stellen. Und er begegnet der schlimmsten Gefahr, der sich ein Mann aussetzen kann. Einer hübschen Frau. Das kann doch alles nicht wahr sein. Schießt dieser Simpel Valtar dem Reichsvogt die Krone vom Kopf. Ich weiß ja nicht, ob das bei Eskimos ein übliches Begrüßungsritual ist, aber in der Schweiz gilt es schon als unhöflich. Jedenfalls muss ich mir jetzt was einfallen lassen, wie ich Valtar da raushole, ehe Gessler ihn einen Kopf kürzer macht. Da ist dieser widerliche Reichsvogt ja schnell dabei. Hat ihn ja nicht mal interessiert, dass das Ganze ein bedauerlicher Unfall war. Als erstes sollte ich wohl versuchen, in die Burg zu kommen. Die werden mich da sicher nicht so einfach reinspazieren lassen, aber wenn ich erst mal drin bin, finde ich hoffentlich einen Weg, um Valtar herauszuboxen. In was für einen Schlamassel hat mich der Kerl da geritten? Wenn ich diesen Eskimo-Einfallspinsel vor dem sicheren Tod gerettet habe, dann mache ich Hackfleisch aus ihm. Ja, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem ganz neuen Projekt von mir, und zwar Tell, das Spiel zum Film, liebe Freunde. Das ist schon am 15. November 2007 erschienen und ist von dem Publisher Atari. Und unsere Reise wird uns diesmal in die Schweizer Alpen führen und ich freue mich schon sehr drauf auf diesem Titel. Lang habe ich es schon bei mir zu liegen und jetzt habe ich es endlich mal ausgegraben und möchte es mit euch gemeinsam sozusagen durchforsten und spielen. Ich bin schon ehrlich gesagt sehr gespannt drauf. Achso, es ist natürlich ein Point-and-Click-Adventure und ja, ich denke mal, wir werden auch mal gleich hier mal loslegen. Wir haben jetzt hier erstmal einen Rucksack. Ich hatte das Ganze schon mal vorweg mal angetestet, ob das mit der Aufnahme auch alles so klappt und funktioniert. Und ja, wir werden einfach mal loslegen. So, wir haben jetzt erstmal hier eine Lanze. Eine abgebrochene Lanze, die hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Natürlich. Können wir dann nicht mitnehmen. Hier ist noch ein Rucksack, ich denke mal, den können wir aufheben. Ja. So, mit der Leertaste können wir natürlich das ganze Spiel pausieren. Ansonsten müssen wir uns hier mit der Maus fortbewegen, indem wir einfach hier ins Leere klicken können. Und ja. Diese Vogelscheuche ist so hässlich, dass sogar die Bolzen rechtzeitig umdrehen, bevor sie sich hineinbohren müssen. Anders kann ich es mir sonst nicht erklären, warum ich sie so selten getroffen habe. Natürlich. Vogelscheuche. Haben wir hier noch was anderes? Nee, hier ist ein
Heuhaufen? Ich habe Wichtigeres vor, als die berühmte Nadel im Heuhaufen zu suchen. Na klar, also wir müssen jetzt sozusagen unseren Kumpel oder einen Kollegen retten hier, unseren Freund. Und ich werde erstmal hier noch... Der Weg zeigt uns natürlich hier gleich zur Burg hin, wo wir natürlich auch gleich hinmarschieren werden. Aber vorher wollte ich hier nochmal irgendwie die Gegend abkunden. Mit der Leertaste können wir irgendwie nichts uns anzeigen lassen. Also müssen wir auch immer hier mal ein bisschen mit unserer Maus hier mal über den Bildschirm fahren. Ach ja, genau. Unten haben wir natürlich unsere Menüleiste, wenn wir mit dem Pfeil nach unten gehen. Hier ist unser Rucksack. Ah, da ist ja mein Pass. Sehr schön. Und da haben wir natürlich auch unseren Pass. Aha, okay. Gut. Das führt zu nichts. Ja, ja, das weiß ich doch. Aha, okay. Ich hab's links, wollte ich schon sagen. Auf der rechten Seite haben wir natürlich hier so ein Hoch- und Runterteil. So, ich denke mal, wir werden jetzt erstmal zur Burg hier marschieren. Im Laufschritt. Und da sind wir auch schon angelangt. Und hier ist unser Erzähler oder Schiller. Ich denke mal, das wird bestimmt ein Erzähler sein. Ich glaube, der Mann ist Schriftsteller. Aber man hört, in letzter Zeit wird er öfter als Märchenonkel gebucht. Ich sollte lieber nicht mit ihm reden. Nachher kaut er mir ein Ohr ab. Wieso? Ich glaube, der Mann ist Schriftsteller, aber man hört in letzter... Ja, okay, okay. Also... Mülleimer untersuchen. Typisch Touristen. Schaffen es nicht einmal, ihren Müll in den dafür vorgesehenen Eimer zu werfen. Naja, wie soll es ja auch anders sein, ne? Nicht mal recyceln tun sie hier. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. So, ich denke mal, wir werden jetzt in die Burg reingehen. Da oben ist erstmal Koti. Und was ist das? Rudolf. War auch schon ziemlich geil, wie Koti und hier dieser andere... Wachmann da so reingelaufen sind. Ich bin echt schon gespannt drauf, wie das Ganze hier so abgehen soll. Und ja, Originalcharakter und Schauplätze sollen hier sein. Humorvolle Story mit witzigen Wendungen, kinoreife, lebhafte Atmosphäre, detaillierte Comic-Grafik, professionelle Vertonungen und stimmige Musik, leichter Einstieg und individuelle Steuerung. Naja, und rätselhaft. Ich bin echt schon gespannt drauf. Viele Leute werden bestimmt die Schauspieler kennen. Ich werde es natürlich jetzt nicht verraten. Ihr könnt es mir ja gerne in die Kommentare unten schreiben, wenn ihr die Schauspieler erkannt habt. Und ich werde jetzt in die Burg marschieren. Ja, servus, was ist denn das für ein Lärm? Nun gib aber Obacht, dass uns nicht das Tor aus den Angeln fällt. Was wünschst du, Lümmel? Ja, vielleicht. So, lasst mich doch in die Burg. Immer mit der Ruhe. Warum sollte ich für dich das Tor öffnen? So, jetzt haben wir hier wieder einige, sagen wir schnell, Sätze vorgegeben, die wir natürlich hier anklicken können. Ich muss hinein, mein Freund Hell, Walter, ach Walter heißt er, mein Freund Walter wartet in der Burg auf mich. Ich bin fliegender Händler und bringe exotische Spezialitäten sowie geheimnisvolle Wundermittel aus fernen Ländern. Bestimmt ist auch das für euch her dabei. So, ich denke mir mal, ich kann es nicht mehr, ne? Wir werden mal hier unseren das erste Mal anklicken. Unser Walter ist natürlich hier in der Burg, dem wir natürlich zu Hilfe kommen wollen. Ich muss hinein. Mein Freund Walter wartet in der Burg auf mich. Also von deinem Freund Walter habe ich noch nichts gehört. Ist aber auch egal, denn so einfach kommt hier niemand rein. Bist du überhaupt Österreicher? Eins musst du wissen, mit frechen Schweizern machen wir hier kurzen Prozess. Was? Natürlich. Ich bin natürlich Österreicher. Zumindest, wenn ich vor einer österreichischen Burg stehe und hinein will. So schaust du mir aus. Zeig mir mal deinen Pass. Du hast doch einen, oder? Schaut her, mein österreichischer Pass. Ausgestellt auf Wilhelm Tell, denn so heiß ich. Nun lasst mich bitte in die Burg. Sieh an, ein waschechter Österreicher. Trotzdem wüsste ich keinen Grund, dich in die Burg zu lassen. Willst du einfach nutzlos im Burghof rumstehen? Und am Ende bist du noch ein Schweizer Spion? Dann bin ich angeschmiert. Ich? Ein Spion? Wie kommt ihr nur auf solch einen Gedanken? Ich bin Österreicher, wie er im Buche steht. Groß, kräftig, intelligent und... Was geht hier vor, Wachmann? Habe ich gerade die Worte Spion und Schweizer gehört?
Ich melde gehorsamst, da draußen steht ein gewisser Töll, der möchte in die Burg.